haben das Jahr 2016 mit einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen, obwohl die Herausforderungen diesmal besonders groß waren. Besonders erfreulich für uns war die Einlagenentwicklung. Die Steigerung der Bilanzsumme kommt diesmal ausschließlich von der Einlagenseite. Und obwohl unsere Kunden natürlich auch bei uns keine Zinsen für ihre Einlagen mehr erhalten können, vertrauen sie uns ihr Geld nach wie vor an. Das macht uns in gewissem Umfang stolz. Was wir im letzten Jahr an kostensenkenden Maßnahmen umsetzen wollten, haben wir auch fristgerecht erledigt. Ich spreche insbesondere von der Neuordnung unseres Geschäftsstellennetzes zum 1. Oktober letzten Jahres. Die Maßnahmen sind so umgesetzt, wie wir das im Frühjahr letzten Jahres uns vorgenommen hatten. Und insgesamt gehen wir davon aus, dass aus diesen Entwicklungen auch keine negativen Folgerungen für die Sparkasse geben wird.